Preist den Herrn, verehrte Zuhörer, ihr habt eingeschaltet hier auf Jesus ist Lord Radio, euer Endzeiterweckungsradiosender. Und mein Name ist Bischöfin Julia Bruchwitz. Ich werde heute diese Sendung zu euch bringen, wo auch immer ihr seid. Herzlich willkommen. Ich sehe, ihr habt eingeschaltet aus den verschiedensten Nationen, unter anderem auch aus Österreich, aus Wien, aus Salzburg, St. Pölten, aus der Schweiz, Zürich, Adliswil, aus Düsseldorf, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg und den anderen Nationen auf dieser Erde. Herzlich willkommen zu diesem Programm. Ein Brief an die deutschsprachigen Nationen. Dieses Programm soll uns daran erinnern, dass der Herr die glorreichen Treppen der Ewigkeit bereits gesenkt hat, gesegnete Hörer. Und die mächtigsten Propheten des Herrn haben auf Jesus ist Lord Radio eine ganz mächtige Lehre gegeben. Und zwar am 19.01.2019 dieses Jahr. Und wir werden heute den ersten Teil hören. Und dieser erste Teil handelt sich um Jesaja Kapitel 9, Vers 1 bis 7. Liebe Hörer, wir werden also heute sehr viel lernen über die Wege des Herrn, was er getan hat, was der Messias Jesus Christus für die Menschheit getan hat. Denn bevor der Messias kam, war die ganze Erde in kompletter Dunkelheit. Aber durch das Kommen von dem Herrn Jesus, er, der für uns am Kreuz gegangen ist und alle Sünden auf sich genommen hat, dadurch wurde uns der Zugang geöffnet zu dem Baum des Lebens. Es ist also ganz wichtig, diese wichtige Botschaft heute zu hören. Bitte schreibt alles mit, informiert auch alle Nachbarn, die Nächsten, eure Familienmitglieder, dass sie auch diese Botschaft hören können. Denn wie sollen wir eintreten, wenn wir nicht die Anweisungen des Himmels hören? Keiner weiß den Tag oder die Stunde, aber bald wird es passieren. Der Tag der Entrückung steht vor uns. Lasst uns also in Demut, in Ehrfurcht und im Willen Gottes uns vorbereiten für das glorreiche Kommen des Messias. Liebe Hörer, wir werden nun ein Anbetungslied hören und danach werden wir direkt zur Botschaft gehen. Der Herr segne euch sehr und für jede Frage, für jedes Anliegen, auch Gebetsanliegen, schreibt uns bitte unter der E-Mail jesusislord.fmradio@gmail.com. Wir kontaktieren euch dann sofort. Lasst uns direkt jetzt in die Lobpreisrunde gehen, bevor wir die Botschaft des Herrn hören werden. Ein Schritt nach vorn und zwei zurück, verlieren ganz den Überblick, gehen in Kreise. Stolpern und fallen nieder, haben vor Augen doch ein Ziel, das jeder noch erreichen will, als wären wir Gefangene im Labyrinth. Wer kennt sich aus, hilft dir daheim? Wie ein Land, das wir tragen.
verehrte Hörer, hier auf Jesus ist Lord Radio. Wir werden jetzt den ersten Teil hören von der Lehre, die die mächtigsten Propheten des Herrn hier auf Jesus ist Lord Radio gegeben haben am 19.01.2019. Dies ist der erste Teil mit dem Titel Jesaja Kapitel 9 Vers 1 bis 7. Seid gesegnet und bitte schreibt alles mit. Lasst uns also nicht länger warten mit dieser mächtigen Lehre. Hier ist sie. Nun, geliebte Leute, was für eine wundervolle Gelegenheit, wieder zu euch zu kommen. Zu dieser sehr, sehr kritischen Zeit. Nun, geliebte Leute, ich möchte mit euch einige wundervolle Nachrichten teilen. Gute Nachrichten hier. Die guten Nachrichten von dem Evangelium. Die guten Nachrichten von unserem Herrn Jesus Christus. Ich habe einige Bibellehren durchgeführt. This Bible study has essentially been an extension. Diese Bibelstudien waren im Wesentlichen eine Weiterführung von der Konferenz der Pastoren und Dienern des Evangeliums, die in Nakuru stattgefunden hat. And as you know, during the conference, we are all limited in time. Und wie ihr wisst, während der Konferenz sind wir zeitlich begrenzt. We are limited by airtime. Wir sind mit der Sendezeit limitiert. On national TV. Im nationalen Fernsehen. I thought this would be a very wonderful time. Ich dachte, dies wird eine sehr wundervolle Zeit sein. Again to revisit with you on that very, very important conversation that the Lord laid forth. Nochmals mit euch diese sehr, sehr wichtige Unterhaltung zu besuchen, die der Herr hervorlegte. December 31st. 31. Dezember, the year 2018, das Jahr 2018, regarding the prophecy of the glorious stairs of heaven, bezüglich der Prophezeiung von den glorreichen Treppen des Himmels, lowered deep into the sky, wurden tief in den Himmel hinabgesenkt. And I think if there is any conversation, und ich denke, wenn es irgendeine Unterhaltung gibt, any ultimate conversation that the church needs to hear, irgendeine ultimative Unterhaltung, die die Gemeinde hören soll, it is this conversation here, ist es diese Unterhaltung hier, that on January 15th, the year 2017, dass am 15. Januar, das Jahr 2017, the Lord Yahweh, der Herr Jahwe, the God of heaven, came all the way from heaven to speak with me. Der Gott vom Himmel kam all den Weg vom Himmel, um mit mir zu sprechen. God the Father, the Lord God, Gott der Vater, der Herr Gott, to speak with me about the glorious coming of the Messiah. Kam, um mit mir zu sprechen über das glorreiche Kommen des Messias. This day that we are waiting for so much. Dieser Tag, auf den wir so sehr warten. The day that when that day arrives, der Tag, der, wenn dieser Tag kommt, when it will arrive, und er wird kommen, will really, really relieve all the Christians, und wirklich Erleichterung bringen zu all den Christen, those that are prepared, diejenigen, die vorbereitet sind, that they may now enter into God's rest, sodass sie jetzt in Gottes Ruhe eintreten werden. And so, this conversation is a very powerful conversation. Und nun, diese Unterhaltung ist eine sehr mächtige Unterhaltung. And that's why I want to begin developing to touch base with you. Und deswegen möchte ich anfangen zu entwickeln, mich mit euch in Verbindung zu setzen. To revisit with you what the Lord said at the conference. Um mit euch noch einmal das Gesagte des Herrn auf der Konferenz zu besuchen. So, this message comes to you, blessed people, at such a time when there is a major, major visitation of the Lord in the house of the Lord. Nun, diese Botschaft kommt zu euch, gesegnete Leute, zu einer Zeit, wo es einen großen, großen Besuch des Herrn im Haus des Herrn gibt. And many nations are crying for the slightest opportunity, und viele Nationen weinen nach einer geringsten Möglichkeit, to be visited in this way, in dieser Weise besucht zu werden, the way he did at Nakuru Menengai,
Die Weise, wie er es tat in Nakuru Menengai. Nakuru Menengai 2. Nakuru Menengai 2. And I know that the Lord in his grace. Und ich weiß, dass der Herr in seiner Gnade and mercy he has planned for every nation. Und Barmherzigkeit er geplant hat für jede Nation. His mercies and grace will allow this message to reach many nations that are hungry. Seine Barmherzigkeit und Gnade werden erlauben, dass diese Botschaft viele Nationen erreichen wird, die hungrig sind. China, Europe, Europa, Australien, North America, Central South America, Nordamerika, Zentral Südamerika. Die Inseln, Afrika, everywhere. Afrika überall. But, in that conversation, aber in dieser Unterhaltung regarding January 15th, 2017, bezüglich dem 15. Januar 2017, Prophezeiung. Die Prophezeiung, die der Herr gab, als er kam, um mit mir zu sprechen, an diesem besonderen Tag. January 15, 2017. In that conversation, he lifts me up above the earth. In dieser Unterhaltung erhebt er mich über die Erde hoch. And then he shows me the church, makes me look left. Und dann zeigt er mir die Gemeinde. Er bringt mich dazu, nach links zu schauen. And he shows me the church as she lifts off. Und er zeigt mir die Gemeinde, wie sie hochhebt. As the church lifts off from the ground. Als die Gemeinde sich hochhebt vom Boden. The moment when the church left the ground, it was such a spectacular moment to behold. Der Moment, als die Gemeinde den Boden verlässt, war es so ein spektakulärer Moment zum Sehen. It was such a sight to behold. Es war solch ein Anblick zu sehen. And they leave the holy elect of the Lord. They leave towards left and then they turn right. Und sie verlassen die heiligen Auserwählten des Herrn, gehen nach links und dann wenden sie sich nach rechts. Und ich habe es nochmals und nochmals erklärt. Es ist überall im Internet, es ist überall weltweit. Als sie sich nach rechts wenden, stehen sie jetzt gegenüber dieser riesigen Wolke Gottes. The tremendous kingdom of glory. Das enorme Königreich der Herrlichkeit. The kingdom of Yahweh. Das Königreich von Jahwe. The glorious kingdom of heaven. Das glorreiche Königreich vom Himmel. And then I described that I could see the garment they are wearing. Und dann habe ich beschrieben, dass ich ihr Gewand sehen konnte, das Gewand, welches sie tragen. That they are wearing finest linen, bright and clean. Welches sie tragen, feinste Leinen, strahlend und rein. With great splendor and radiance. Mit großer Pracht und Glanz. And I even described sometimes the greater detail of the design of the garment. Und manchmal beschreibe ich sogar das größere Detail von dem Design des Gewandes. The heavenly garment, this garment of the cross that they wear. Das himmlische Gewand, dieses Gewand des Kreuzes, welches sie tragen. And how the cloud opens and the glorious stairs appear. Und wie die Wolke sich öffnet und die glorreichen Treppen erscheinen. And they step their glorious feet on glorious stairs. Und sie treten mit ihren glorreichen Füßen auf die glorreichen Stufen. And another thing that also I describe in there. Und eine weitere Sache, die ich auch dort beschreibe, ist die Tatsache, dass einige von ihnen, ich sah, dass sie ihre Kinder gehalten haben, als sie hineingetreten sind. Als wenn einige Familien eingetreten sind. Als komplette Familien. And then after that, und dann danach the cloud closed them in. Hat die Wolke sie hineingebracht. So that prophecy is well eloquently described across the world, across the globe. Nun, diese Prophezeiung ist sehr gut eloquent beschrieben in der Welt quer durch den Globus. And that message, that prophecy. Und diese Botschaft, diese Prophezeiung. And then come March 11th, the year 2018. Und dann kommt der 11. März, das Jahr 2018. That's slightly more than a year. Ein wenig mehr als ein Jahr. From when the prophecy was given. Von dort an, als die Prophezeiung gegeben wurde. Like 1 year and 1 month or so. Ungefähr ein Jahr und ein Monat oder so. And then now, on that March 11th, the year 2018. Und dann jetzt, an diesem 11. März, das Jahr 2018. The Lord now brings forth
the partial fulfillment of that prophecy. Bringt der Herr jetzt die Teilerfüllung von dieser Prophezeiung voran? When in a very shocking and boldest act ever again. Als in einer sehr schockierenden und jemals mutigsten Handlung nochmals wieder. The Lord Yahweh lowered the glorious stairs of heaven. Der Herr Jahwe senkte die glorreichen Treppen des Himmels in den Himmel. Und nun konnten jetzt sterbliche Menschen in Nakuru von diesem Treffen aus her sehen. At the main altar. Am Hauptaltar. Those who were out in the overflow, they could look into the sky and now see the glorious stairs of God in the sky. Diejenigen, die draußen im Überfluss waren, sie konnten zum Himmel sehen und sahen jetzt die glorreichen Treppen von Gott am Himmel. In other words, they could see eternity with their mortal eyes. In anderen Worten, konnten sie die Ewigkeit mit ihren sterblichen Augen sehen. They could see everlasting life with their mortal eyes. Sie konnten das ewigliche Leben mit ihren sterblichen Augen sehen. They could see the kingdom of God in heaven with their mortal eyes. Sie konnten das Königreich Gottes im Himmel mit ihren sterblichen Augen sehen. In other words, they could see the new Jerusalem with their eyes. In anderen Worten, konnten sie das neue Jerusalem mit ihren Augen sehen. So that was very stunning and very shocking that the Lord did that. Nun, dies war sehr erstaunlich und schockierend, dass der Herr dies tat. But we well understand that the Lord is really, really yearning to see the believers drawn to him. Aber wir verstehen sehr gut, dass der Herr sich wirklich, wirklich danach sehnt, dass die Gläubigen sich ihm nähern, drawn to his kingdom. Sich seinem Königreich nähern. We understand the message the Lord laid forth on that day. Wir verstehen die Botschaft, die der Herr an diesem Tag hervorlegte, when he reversed the order of that prophecy. Als er die Reihenfolge von dieser Prophezeiung umkehrte. And he brought the stairs first before they lift up. Und er hat die Treppen als erstes gebracht, bevor sie hochheben. But we understand very well that the Lord is essentially saying, aber wir verstehen sehr gut, dass der Herr im Wesentlichen sagt, that he's urging you, dass er euch drängt. He's using everything and every way, er gebraucht alles und jede Weise, to encourage you, to draw your heart and soul, euch zu ermutigen und eure Herzen und Seelen zu nähern, to the things of that kingdom, even to show you, zu den Dingen von diesem Königreich, sogar euch zu zeigen and to let you know that, look, und euch wissen zu lassen, dass schaut, what the two prophets are saying down there will take place. Was die zwei Propheten dort unten sagen, wird stattfinden. So you'd rather prepare. Also bereitet euch lieber vor. And saying that, look, look at the eternity I have prepared for you. Und sagt, schaut, schaut auf die Ewigkeit, die ich für euch vorbereitet habe. Look at the kingdom of glory I have prepared for you. Betrachtet das Königreich der Herrlichkeit, welches ich für euch vorbereitet habe. Look at God's rest. Betrachtet Gottes Ruhe, that I have prepared for you, die ich für euch vorbereitet habe. So the message is endless. It became an exhaustless theme. Nun, die Botschaft ist endlos. Sie wurde zu einem unausschöpflichen Thema in the church, in der Gemeinde. And also the center conversation right now in the body of Christ. Und auch die Zentralunterhaltung jetzt gerade im Körper von Christus. You would be misplaced or mistaken or lost. Man wäre falsch gestellt, verfehlt oder verloren, wenn du erwischt werden würdest oder angefunden würdest zu dieser Stunde, not engaging in this conversation, dass du dich nicht mit dieser Unterhaltung beschäftigst, about the entry of the church into eternity, über das Eintreten der Gemeinde hinein in die Ewigkeit. And that I've said over again and again. Und dies habe ich gesagt, nochmals und nochmals, that this now becomes the centerpiece of the hymn of the church. Dass dies jetzt das Zentralstück von der Hymne der Gemeinde wird. Die Predigt der Gemeinde von der Unterhaltung in dem Körper von den Gläubigen. Why? Warum? Because I said, at this point in time then, denn ich sagte, zu diesem Punkt in der Zeit dann, it is as though the Lord is saying that the church as at now is standing at the door to heaven. Es ist so, als wenn der Herr sagen würde, dass die Gemeinde gerade an der Tür zum Himmel steht. The church at this hour. Die Gemeinde zu dieser Stunde is right at the door to heaven. Ist direkt an der Tür zum Himmel. The church is about to enter heaven. Die Gemeinde ist kurz davor, in den Himmel einzutreten. So that is what the Lord is saying by lowering those steps. Es ist so, als wenn der Herr dies sagen würde, indem er die
Treppen hinuntersenkte. Und er vollbrachte die Teilerfüllung am 11. März 2018. Nun, dies ist die Unterhaltung, die Botschaft, mit der ich die Gemeinde verbunden habe, die Gemeinde in Nairobi. But I thought it would be even more beneficial, aber ich dachte, es würde vorteilhafter sein, es wirklich herauszustrecken und es zu öffnen für die größere Welt, to the public, zu der Öffentlichkeit. In any case, the Lord wants everybody to enter the glorious kingdom of eternity. In jedem Fall möchte der Herr, dass jeder in das glorreiche Königreich der Ewigkeit eintretet. So, in addressing this wonderful conversation, the Lord has laid forth all the kind. Nun, indem diese wundervolle Unterhaltung adressiert wird, die der Herr vorangelegt hat über dem Himmel, in addressing this host, indem er diesen Gastgeber adressiert, the host of the stairs, der Gastgeber der Treppen, the glorious stairs of eternity, the Lord has presented, has lowered into the sky and allowed your mortal eyes to see. Die glorreichen Treppen der Ewigkeit, die der Herr präsentiert hat, am Himmel gesenkt hat und unseren sterblichen Augen erlaubt hat zu sehen. There are big questions that come out of that visitation of the Lord. Da gibt es große Fragen, die da herauskommen von diesem Besuch des Herrn. That monumental visitation of this hour. Dieser monumentale Besuch von dieser Stunde. The question is, what is the message? Die Frage ist, was ist die Botschaft? What is the message that the Lord is trumpeting to the nations of the earth? Was ist die Botschaft, die der Herr zu den Nationen der Erde trompetet? By lowering his glorious stairs. Indem er seine glorreichen Treppen senkt. The glorious stairs of God. Die glorreichen Treppen Gottes. The glorious stairs of Yahweh. Die glorreichen Treppen von Jahwe. To this generation in the sky. Zu dieser Generation am Himmel. By lowering the glorious stairs of his eternal kingdom in heaven. Indem er die glorreichen Treppen von seinem ewiglichen Königreich des Himmels senkte. What is the Lord really transmitting to the church? Was übermittelt der Herr wirklich zu der Gemeinde? And to all the nations. Und zu all den Nationen. That those that may get and hearken to that instruction may see his glorious eternal kingdom. Dass diejenigen, die diese Anweisung bekommen und ihr gehorchen, das glorreiche ewigliche Königreich sehen werden. And that's why I thought that we should revisit with this. Und deshalb dachte ich, dass wir dies noch einmal besuchen, that I may begin to walk here again. Dass ich anfangen kann, euch noch einmal hineinzubringen, to rekindle your memories on what the Lord is trumpeting at this hour. Um eure Erinnerungen wieder anzuzünden, darüber, was der Herr zu dieser Stunde trompetet. Trumpeting into the souls and the hearts of men, the church. Zu den Seelen hineintrompetet und den Herzen der Menschen, die Gemeinde. We see very well, beloved people, why? Wir sehen sehr gut, geliebte Leute, warum? We see the question is why? Why now? Wir sehen, die Frage ist, warum? Warum jetzt? So there are many questions that could be posted there in order to develop this wonderful message. Nun, es gibt viele Fragen, die dort gestellt werden könnten, um diese wundervolle Botschaft zu entwickeln. What is the message? Was ist die Botschaft? But why now? Why has he lowered now? Aber warum jetzt? Warum hat er jetzt gesenkt? And so, to begin with, in the book of Isaiah. Und nun, um anzufangen, in dem Buch Jesaja and in the book of Genesis, und in dem Buch 1. Mose and several other books that we're going to read, the book of John also, und verschiedene andere Bücher, die wir lesen werden, das Buch von Johannes auch. Beginning with Genesis, anfangend mit 1. Mose, the Lord speaks very clearly, beloved people, der Herr spricht sehr eindeutig, geliebte Leute, about access to eternity, über den Zugang zur Ewigkeit. Accessing his eternity. Zugang zu seiner Ewigkeit zu haben. Accessing his glorious kingdom. Zugang zu seinem glorreichen Königreich zu haben. And you see very well that the Lord lays forth some key fundamentals. Und man sieht sehr gut, dass der Herr einige Schlüsselfundamente hervorlegt, that we must attain in order to have a tenable and acceptable fellowship with him. Die wir erreichen müssen, um eine haltbare, akzeptierbare Gemeinschaft mit ihm zu haben. Communion with him.
Gemeinschaft mit ihm. And you take the case study of Adam and Eve. Und man sieht die Fallstudie von Adam und Eva. The Lord laid it for them very clearly that for as long as they live in righteousness and obey Him. Und man sieht, der Herr legte es sehr eindeutig für sie hervor, dass solange sie in Gerechtigkeit leben und ihm gehorchen, death would not touch them. Wird der Tod sie nicht berühren. Death would not touch them at all. Tod wird sie überhaupt nicht berühren. And so the key item there being obedience. Nun, die Schlüsseldinge hier sind, gehorsam zu sein. This voluntary obedience unto the Lord. Dieser freiwillige Gehorsam zum Herrn. Unprompted to live your life in reverence of God. Unaufgefordert euer Leben zu leben in der Ehrfurcht Gottes. In the fear of God, so you may obey the Lord. In der Ehrfurcht Gottes, so dass ihr den Herrn gehorsam seid. And we see that out of the fall of man. Und wir sehen durch den Fall der Menschen. Then now. The door that leads to God, the door that leads the tree of life, was shut. Dann jetzt die Tür, die zu Gott führt, die Tür, die zu dem Baum des Lebens führt, geschlossen war. And he put there some cherubim of glory. Und er stellte dort die Cherubime der Herrlichkeit hin. The symbolism of the judgment of God that now stood between man and God. Das Symbol von dem Urteil Gottes, welches jetzt zwischen Menschheit und Gott stand. The judgment of God against him, das Urteil Gottes gegen Sünde, that now separated man, welches jetzt Mensch separierte from the Lord God, his creator. Von dem Herrn Gott, seinen Erschaffer. And these are some of the key things that ring. Und dies sind einige der Schlüsseldinge, die klingeln into our hearts, hinein in unsere Herzen, when we begin about access to God. Wenn wir über den Zugang zu Gott sprechen. The fact that now the Lord has lowered himself. Die Tatsache, dass jetzt der Herr die Treppen gesenkt hat. And has opened the entrance. Und den Eingang geöffnet hat. Opened the way that leads the tree of life, the way that leads to eternity. Den Weg geöffnet hat, der zu dem Baum des Lebens führt, der Weg, der zur Ewigkeit führt. It must be very cognizant of the work of Christ. Es muss eine sehr große Anerkenntnis sein von dem Werk von Christus. That's why it's very important to reflect back. Und deswegen ist es sehr wichtig, zurück zu reflektieren. And understand that that door was shut, it was closed. Und zu verstehen, dass diese Tür geschlossen war, sie war zu. Until Christ Jesus the Messiah appeared. Bis Jesus Christus der Messias erschien. And opened that door. Und diese Tür öffnete. Through the Calvary cross, durch das Kreuz von Golgatha, his resurrection and ascension, seine Auferstehung und sein Aufstieg. And so, after that, und nun danach, then now it becomes very important at this hour, dann wird es jetzt sehr wichtig zu dieser Stunde, to ask the question, die Frage zu stellen, what then is the message? Why has he lowered himself? Was ist dann die Botschaft? Warum hat er die Treppen gesenkt? And this is what the Lord was passing the church through during the December 31st, 2018. Und dies ist die Unterhaltung, durch welche der Herr die Gemeinde gebracht hat, während dem 31. Dezember 2018. The 8th International Conference of Pastors and Ministers of the Gospel. Die 8. internationale Konferenz von den Pastoren und Dienern des Evangeliums. When he laid it before you, als er es vor euch hinlegte, put it to you, zu euch stellte, that is going to be important. Every part of the body of Christ, dass es wichtig sein wird, dass jeder Teil von dem Körper von Christus does understand the message that the Lord is speaking, die Botschaft versteht, die der Herr spricht, through the glorious stairs that he has lowered into the sky, durch die glorreichen Treppen, die er am Himmel gesenkt hat. It's going to be beneficial, it's going to be profitable for the church. Es wird vorteilhaft sein, profitabel sein für die Gemeinde. To understand clearly, to communicate well with the Lord. Eindeutig zu verstehen, gut zu kommunizieren mit dem Herrn. Why he has lowered the stairs and what message he has given. Warum er die Treppen gesenkt hat und welche Botschaft er gegeben hat. We all know too well that surely yes, the message is about preparing. Wir alle wissen zu gut, dass ja, die Botschaft handelt sich um das Vorbereitetsein. But sometimes it really pays to explore the message deeper. Aber manchmal zahlt es sich wirklich aus, die Botschaft tiefer zu ergründen und die größere Anweisung herauszuziehen, die der Herr zu den Nationen übergibt. That we may be well nourished. And we may be well nutritious. We may strengthen our roots into the Word. Dass wir gut ernährt sind und wir gut gestützt sind, wir unsere Wurzeln in das Wort stärken. And ingrain that Word, that instruction in our being and salvation. Und dieses Wort verankern, diese Anweisung in unser Sein und in unserer Errettung. And so I want to look at one very important reason as to why the Lord has decided to lower the glorious stairs.
Nun, ich möchte zu einem ganz wichtigen Grund schauen, bezüglich warum der Herr sich entschieden hat, die glorreichen Treppen zu senken. Of eternity. Der Ewigkeit. The glorious stairs of eternity, blessed people. Die glorreichen Treppen der Ewigkeit, gesegnete Leute. Now, we know it too well that at the fall of Adam and Eve. Jetzt, wir wissen so gut, dass bei dem Fall von Adam und Eva darkness destroyed the earth. Darkness consumed the whole earth. Dunkelheit die Erde verdeckte. Dunkelheit die ganze Erde verzerrte. The entire humanity. Die ganze Menschheit was actually covered with darkness. Wurde tatsächlich bedeckt mit Dunkelheit. And that is something we can never forget, because without the work of Christ, without looking at darkness. Und das ist etwas, was wir niemals vergessen können. Denn ohne auf das Werk Christus zu schauen, ohne auf die Dunkelheit zu schauen, the sadness, the melancholy, die Traurigkeit, die Melancholie, the depression, the hopelessness that consumed the entire earth, die Depression, die Hoffnungslosigkeit, die ganze Erde verzerrte, we would never appreciate the work of the cross. Würden wir niemals das Werk des Kreuzes schätzen. We have to look at where Jesus Christ the Messiah removed humanity from. Wir müssen darauf schauen, von wo Jesus Christus der Messias die Menschheit von entfernte. Removed the church from. Von wo er die Gemeinde her entfernte. But right before the Messiah himself comes. Aber direkt bevor der Messias er selbst kommt, to remove that darkness that had beclouded the earth, um diese Dunkelheit zu entfernen, welche die Erde bedeckte, the Lord Jehovah sent the prophet Isaiah, der Herr Jehovah sendet den Propheten Jesaja, to go and speak the oracles of heaven, the oracles of Yahweh, um zu gehen und die Worte vom Himmel zu sprechen, die Worte von Jahwe, that would define and instruct the ministry of the Messiah, die den Dienst von dem Messias definieren und anweisen, even the path that the ministry would follow, sogar den Weg, welcher der Dienst folgen wird, apart from the path and locate also the locality at which the Messiah would launch his ministry, und abgesehen davon auch zu lokalisieren, von wo der Messias seinen Dienst gründen wird, and then the mission of the Messiah, the duty, what he was duty bound, und dann die Mission von dem Messias, die Pflicht, für was er verpflichtet wurde. So these are, we cannot forget, beloved people. Nun, dies sind Dinge, die wir nicht vergessen können, geliebte Leute. Und nun, die beste Weise zu verstehen, warum der Herr gesenkt hat, why he has lowered the staircase of heaven into the sky, warum er die Stufen vom Himmel am Himmel gesenkt hat, to this generation, zu dieser Generation, is to right away go to the book of Isaiah, chapter 9. Gehen wir direkt in das Buch Jesaja Kapitel 9. I'm reading verses 1 to 7. Ich lese Vers 1 bis 7. In Isaiah chapter 9, 1 to 7, it says the following. In Jesaja Kapitel 9, 1 bis 7, er sagt das folgende. And I'll read NIV when he says. Und ich lese die neue internationale Version, wo er sagt. Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. Dennoch wird es nicht mehr Finsternis geben für diejenigen, die in der Not waren. So you see, he is using a locality, that is where he is instructing. Also man sieht, dass eine Lokalität benutzt und dort gibt Anweisungen. He's going to instruct the ministry of the Messiah. Er wird die Anweisungen des Dienstes von dem Messias geben. To begin from. Um von dort anzufangen. But you see essentially that whatever he says here really, really, really. Aber ihr seht im Wesentlichen hier, was auch immer sagt, wirklich, wirklich, wirklich. Appertains to the entire earth. Die ganze Erde betrifft. The entire world was in this gloom. Die ganze Erde war in dieser Finsternis. Why? Because the Messiah had not come. Warum? Weil der Messias noch nicht gekommen war. And yet the fall in the garden had taken place. Und dennoch hat der Fall im Garten stattgefunden. And there was no hope. Und es gab keine Hoffnung. And darkness was overcast. Und Dunkelheit überzog. Hatte überschattet. Had covered the earth. Hatte die Erde überdeckt. So even though Isaiah is speaking to this particular locality in terms of the oracles that he was instructed to bring forth, that would command the ministry of the Messiah to begin from this particular location. Und auch wenn Jesaja zu dieser bestimmten Lokalität spricht, bezüglich den Worten, die ihm angewiesen wurden, diese voranzubringen, die den Dienst des Messias befehlen, von dieser bestimmten Lage zu beginnen. But you see very clearly that this applied
the entire earth. Aber man sieht sehr eindeutig, dass dies bestimmt war für die ganze Erde. He says, Isaiah 9, verse 1 to 7. That's what it says. Er sagt, Jesaja 9, 1 bis 7, Vers 1 sagt, Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past, he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Zebulun und das Land Naphtali gering machte. But in the future, he will honor Galil of the Gentiles by the way of the sea along the Jordan. So wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. And in verse 2 says, und im Vers 2 sagt er, the people walking in darkness have seen a great light. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Now, Isaiah here has seen the vision. Nun, Jesaja hier hat die Vision gesehen. And God the Father has spoken with him by voice and sent him. Und Gott der Vater hat mit ihm per Stimme gesprochen und sandte ihn. And has sent him to go and instruct the ministry of the Messiah. Und hat ihn gesendet, um zu gehen und den Dienst des Messias anzuweisen. How the ministry of the Messiah will set forth. Wo der Dienst des Messias heranschreiten wird. And there's so much instructed in there. Und dort drinnen ist so viel angewiesen. In terms of the path the Messiah would come from. Bezüglich dem Pfad, von wo der Messias herkommen wird. The path, Isaiah was defining the path. Der Pfad, Jesaja definierte den Pfad, that the Messiah would come through. Durch wo der Messias kommt. He is also defining the locality, the location at which the Messiah would launch the ministry. Und er definiert auch die Lokalität, der Ort, von wo der Messias den Dienst her gründen wird. His public ministry on the earth. Sein öffentlicher Dienst auf der Erde. And at the same time, he is also defining the duty. Und zur gleichen Zeit definiert er auch den Dienst, den der Messias vollbringen wird, what he would be duty bound, für was er dienstverpflichtet sein wird, to achieve, to undertake when he comes, zu erreichen, zu durchgehen, wenn er kommt. And that's why in verse 2 of Isaiah 9 he says, und deswegen im Vers 2 von Jesaja 9, er sagt, the people walking in darkness have seen a great light. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. And that's why I say, while talking about the instructing of the ministry of the Messiah. Und deswegen sagte ich, während er den Dienst des Messias anweisen tut, commanding the Messiah to follow that path and start the ministry over there, weist an, dass der Messias durch diesen Pfad geht und den Dienst dort anfängt. You can see very clearly here, ihr könnt hier sehr eindeutig sehen, that he was essentially describing what was happening across the entire face of the earth. Dass er im Wesentlichen beschrieb, was passierte quer auf dem ganzen Angesicht der Erde. And that's why there was greater significance even within this locating. Und deswegen gab es größere Bedeutsamkeit sogar innerhalb von diesem Lokalisieren. Locating the ministry of the Messiah. Den Dienst des Messias zu lokalisieren. But there was a global significance, universal significance, eternal significance. Aber es gab eine weltweite Bedeutsamkeit, universelle Bedeutsamkeit, ewigliche Bedeutsamkeit. It transcended the borders of this particular property, the real estate. Er überquerte die Grenzen von diesem bestimmten Gebiet, das Grundstück, that Isaiah was defining. Das, was Jesaja definierte. Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. Doch bleibt nicht im Dunkeln das Land, das bedrängt ist. In the past he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the future he will honor the Galil of the Gentiles by the way of the sea along the Jordan. Wie er in der ersten Zeit das Land Zebulun und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg an See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Und er sagt im Vers 2, the people walking in darkness have seen a great light. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen.
Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Isaiah was essentially saying, Jesaja sagte im Wesentlichen, while he's coming there, to launch his ministry from there, während er dorthin kommt, um seinen Dienst von dort aus zu gründen, within the Galilee of the Gentiles, innerhalb von Galiläa der Heiden. However, when he comes, the Messiah comes as the light of the world. Jedoch, wenn er kommt, der Messias kommt als das Licht der Welt. He brings light to a world that is living under the casting of the shadow of death. Er bringt Licht zu der Welt, welche unter der Beschattung lebt, dem Schatten des Todes. The shadow of death, because death had now entered in the garden, from the garden, from the fall in the garden. Der Schatten des Todes, denn Tod ist jetzt eingetreten, vom Garten, durch den Fall im Garten. Death had now consumed the entire earth and gripped everybody. Der Tod hat jetzt die ganze Erde verzehrt und jeden bekümmert. Gripped every living thing, gripped every creation. Verkümmerte jedes lebende Ding, verkümmerte jede Erschaffung. That's why even iron rusts today. Deshalb rostet Eisen sogar heute. Nun, im Vers 2 hier sagt er, die Mission des Messias is to bring light, ist Licht zu bringen. The light of Christ, the light of God to a dark world. Das Licht von Christus, das Licht Gottes zu einer dunklen Welt. Very powerful, beloved people. Nun, dies ist sehr mächtig, geliebte Leute. That even as we begin to talk and contemplate on the Messiah, dass sogar während wir anfangen zu sprechen und darüber nachzudenken über den Messias, who comes and opens this stairway that heads to heaven, der kommt und diesen Treppenweg öffnet, der zum Himmel führt. But he's coming when he comes to open this stairway. Aber er kommt, wenn er kommt, um diesen Treppenweg zu öffnen. The staircase that God has now opened for this generation to see. Der Treppenaufgang, den Gott jetzt geöffnet hat für diese Generation, dass sie sehen kann. And discuss in social media. Und darüber diskutieren kann in sozialen Medien. And record. Und aufnimmt. And prepare. Und sich vorbereitet. Even as we discuss how he has opened it. Sogar während wir besprechen, wie er es geöffnet hat. But the opening of the way. Aber das Öffnen des Weges, that was closed in Genesis 3, verse 24, when he said, der geschlossen war in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 23, wenn er sagt, he put two cherubim of glory to block the way that leads to God. Er stellte zwei Cherubim der Herrlichkeit hin, um den Weg, der zu Gott führt, zu blockieren. The way that leads the tree of life. Der Weg, der zu dem Baum des Lebens führt. We know that God Yahweh himself, God the Father, is where the tree of life is. Wir wissen, dass Gott Yahweh, er selbst, Gott der Vater, dort ist, wo der Baum des Lebens ist. But the opening of that way is what we're talking about here. Aber das Öffnen von diesem Weg, darüber sprechen wir hier. And he's saying, und er sagt, verse 3, Isaiah 9, Vers 2 in der deutschen Bibel, Jesaja 9, you have enlightened the nation and increased their joy. They rejoice before you, as people rejoice at the harvest, as men rejoice when dividing their plunder. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Remember the small subtitle here in Isaiah 9? Erinnert euch an die kleine Überschrift hier von Jesaja 9. Is unto us a child is born. Für uns ist ein Kind geboren worden. In King James it says the birth of the Messiah. In der König James Version sagt er die Geburt von dem Messias. The birth of the messianic king. Die Geburt von dem messianischen König. In the New American Standard it says, in der neuamerikanischen Standardversion sagt er the birth and reign of the prince of peace. Die Geburt und die Herrschaft von dem Friedefürst. So this is what we are talking about, beloved people. Nun darüber sprechen wir, geliebte Leute. That Isaiah defined the path of the Messiah. Dass Jesaja den Weg von dem Messias definiert. The path through which he would come. Der Weg, durch den er kommen wird. And the beauty he would accomplish, undertake. Die Schönheit, die er etablieren wird, durchführen wird. And he says, in verse 3, I repeat, und er sagt im Vers 2, deutsche Bibel, wiederhole ich, you have enlightened the nation and increased their joy. They rejoice before you. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht, sie werden sich vor dir freuen. As people rejoice at the harvest, as men rejoice when dividing the plunder.
wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. For us, in the days of Midian, in the days of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdened them. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. So you see, he's talking about, also seht ihr, dass er darüber spricht, the crushing, the defeating, das Zerschmettern, das Besiegen, the defeating of Satan, the crushing defeat of Satan, the crushing the enemy, das Besiegen von Satan, das Zerschmettern, welches Satan besiegen wird, das Zerdrücken von dem Feind. You have shattered the yoke that burdened them, the bar across their shoulders. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter. He's setting them free from slavery to sin. Er setzt sie frei von der Sklaverei der Sünde. Bondage to sin. Gefangenschaft der Sünde. The bar across their shoulders. Und den Stab auf ihren Schultern. The rod of their oppressor. Den Stecken seines Treibers. Vers 4, deutsche Bibel, er sagt: Every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning. Jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Will be fuel for the fire. Wird vom Feuer verzehrt. Why? Warum? Was ist? Vers 5, deutsche Bibel. For unto us a child is born. Denn ein Kind ist uns geboren. Unto us, to us a son is given. Ein Sohn ist uns gegeben. And the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer Ratgeber. Mighty God, mächtiger Gott, everlasting Father, ewiglicher Vater, Prince of Peace, Prinz des Friedens. Vers 6, deutsche Bibel. Of the increase of his government, die Mehrung seiner Herrschaft and peace, und Frieden. There will be no end. Wird es kein Ende geben? He will reign on David's throne. Er wird auf dem Thron Davids regieren. And over his kingdom. Und über sein Königreich. Establishing it and upholding it with justice and righteousness. Dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit. From that time on and forever. Von dieser Zeit anfangend und für immer. And he says, the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Und er sagt, der Eifer von Gott dem Allmächtigen wird dies tun. So this is in a nutshell. Nun, dies ist in Kürze a little picture, ein kleines Bild of how the Messiah, darüber, wie der Messias, the prophecy that he would come, die Prophezeiung, dass er kommen wird, to open the way that was closed in Genesis chapter 3:24. Um den Weg zu öffnen, der geschlossen war, in 1. Mose Kapitel 3, 24. This is how it was pronounced by Isaiah. So wurde es von Jesaja verkündigt. So the Messiah would come and open that way. Dass der Messias kommen wird und diesen Weg öffnen wird. That the church may once more accept God. Dass die Gemeinde nochmal Zugang erhält zu Gott. That's why you see the stairs have now been lowered. Und deswegen seht ihr, dass die Treppen jetzt gesenkt wurden. Liebe Hörer, der Messias ist gekommen, um uns von der Dunkelheit zu erretten. Und jetzt liegt es an uns, wie wir dieses glorreiche, mächtige Werk der Gnade annehmen. In Jesaja Kapitel 9, Vers 5 und 6 steht: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter, und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig Vater, Friedefürst. Vers 6.
damit seine Herrschaft groß wird und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Königreich kein Ende hat, damit er es aufrichtet und festigt mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das wird der Eifer des Herrn Zebaoth tun. Halleluja! Und liebe Hörer, in Johannes Kapitel 3, Vers 16 können wir lesen: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Liebe Hörer, der Messias hat den Weg zu Gott, dem Vater, wiederhergestellt, der geschlossen war durch den Sündenfall, den Glaubensabfall im Garten Eden. Er ist für uns am Kreuz gegangen und hat alles auf sich genommen, damit wir ewiges Leben erhalten, damit wir in den Himmel eintreten können, gesegnete Hörer. Jetzt sollten wir also dieses Werk annehmen, und wir nehmen es nur an, wenn wir uns wahrlich für ein heiliges Leben in Gerechtigkeit entscheiden. Bist du bereit für die glorreichen Treppen? Bist du bereit, auf die glorreichen Treppen zu steigen, verehrter Zuhörer? Lebst du ein Leben in Vorbereitung? Ist dir deine Ewigkeit am allerwichtigsten in deinem Leben? Hast du dein ganzes Herz an Jesus gegeben? Hast du dich getrennt von der Irrlehre, von dem Modernismus, alles zu tun, was die Welt einem vorschreibt, die modernen Dinge dieser Welt mitzumachen, weil die Gruppe, die Freunde, die Umwelt es tut? Hast du dich getrennt von den falschen Irrlehren, die überall im Internet kursieren? Hast du einen Schlussstrich gezogen zur Falschheit, zur Lügerei, zur Heuchelei? Hast du Jesus mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele angenommen? Lebst du heilig? In der Bibel steht in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 16, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ich weiterlese im 1. Petrus Kapitel 1, in Vers 18 und 19 hier steht, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid von eurer niedrigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise, Vers 19, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Liebe Hörer, Gold, Reichtum, Universitätsabschlüsse, Doktorabschlüsse, unendliche Bildung wird uns nicht in den Himmel bringen, sondern Heiligkeit und Gerechtigkeit, ein reines, ehrliches Leben. Lasst uns Buße tun für jede Art von Dunkelheit. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Buße und Gebet vor dem Herrn zu bringen. Ihr könnt Jesus neu empfangen. Ihr könnt diese Worte nach mir wiederholen. Bitte sagt: Mächtiger König Jesus, ich bin ein Sünder und ich tue heute Buße für alle meine Sünden. Bitte wasche mich rein mit deinem kostbaren Blut. Jesus, bitte vergib mir alle meine Sünden, jede bewusste und auch jede unbewusste Sünde. Heute kehre ich um von allen meinen Sünden. Und ich empfange dich ganz neu in meinem Herzen als mein Herr und Erretter. Bitte schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, der mir hilft, in Heiligkeit, Gottes Ehrfurcht, Ehrlichkeit, Treue und Gerechtigkeit zu leben. Bitte schreibe dein Wort ganz tief in mein Herz und bitte führe mich in dein
ewiges Königreich. Im mächtigen Namen von Jesus bin ich heute wiedergeboren. Amen. Ich bete nun auch noch einmal, heiliger Vater, im Namen von Jesus Christus, danke ich dir für diese Sendung, für das Wort, das wir heute gehört haben. Wahrlich ist dies die Zeit, wo wir uns keine Fehler leisten können, wo wir jede Art von Dunkelheit von uns ablassen müssen. Ja, Vater, in der Bibel steht in Hebräer 12, Vers 14, ohne Heiligung wird keiner den Herrn sehen. Deshalb bitte ich dich, heilige uns, konsekriere uns, sonder uns ab. Ja, jeden Einzelnen, der heute zugehört hat, ja, auch die Nationen, die eingeschaltet waren, helfe uns, ein Leben zu führen, das für dich sich separiert hat. Gib uns ein neues Herz, das nur dir dient und nur deinen Willen tut. Bitte erinnere dich an jeden Zuhörer, der heute eingeschaltet war und der diese Sendung hört. Mögest du dich an unsere deutschsprachigen Nationen erinnern und möge hier auch eine große Erweckung ausbrechen, die Erweckung der Buße und Heiligung. Vater, bitte bereite uns vor, dass wir auch auf den glorreichen Treppen des Himmels wandeln dürfen, durch deine Gnade und durch deine Barmherzigkeit. Im mächtigen Namen von Jesus bete ich. Amen. Liebe Hörer, bitte denkt daran, dass es absolut notwendig ist, um die Gerechtigkeit zu erfüllen, wassergetauft zu sein, und hiermit ist die Ganzkörpertaufe gemeint, das komplette Eintauchen des Körpers in das Wasser. Und ihr könnt dazu auch Matthäus Kapitel 3, Vers 8 bis 17 lesen. Bitte denkt daran, euch eine bibellehrende Gemeinde zu suchen, eine Gemeinde, die euch vorbereitet auf das glorreiche Kommen des Messias. Liebe Hörer, ihr könnt uns auch anrufen unter der Telefonnummer 0160 920 10220. Wir geben euch dann auch die Adressen von den Gemeinden in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, sodass ihr also auch die Möglichkeit habt, eine Gemeinde vom Dienst der Buße und Heiligung zu besuchen. Liebe Hörer, wir kommen nun zum Ende von der heutigen Sendung. Wir hören uns jedoch bald wieder hier auf Jesus ist Lord Radio. Es war ein großer Segen und eine große Ehre, diese Sendung zu euch zu bringen. Mein Name ist Bischöfin Julia Bruchwitz. Möge der Herr euch beschützen und immer bei euch sein und euch immer führen. Gottes Segen.
Wir erheben deinen Namen, wir gebühren die Ehre.